seid ihr ganz herzlich willkommen bei diesem Aufnahme. Thema ist Wasser. Die Geheimnisse des Wassers. Und da sind noch einige Geheimnisse zum Entdecken, Erforschen. Dieses Bild hier zeigt ein Wassermolekül. Das Bild kommt von Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto hat in diesem Bereich geforscht und festgestellt, dass Wasser reagiert auf Worte, verändert die Struktur, reagiert auf Musik, reagiert auf menschlichen Gefühlen. Diese Wassermoleküle zeigt die Form, wenn wir Dankeschön sagen. Das ist wie ein lächelndes Gesicht. Und so ändert sich die Struktur, obwohl ein Wassermoleküle ist nichts anderes als Wasserstoff und Sauerstoff, kennen wir alle H2O, aber die Struktur verändert sich. Und da hat Dr. Masaru Emoto sehr viele Aufnahmen gemacht und gezeigt, wie sich die Wasser verändert. Wasser nimmt Informationen auf und speichert das. Wasser hat auch Gedächtnis. Und wir sollen dieses Thema schon anschauen, weil wir haben täglich damit zu tun. Wir trinken auch täglich Wasser. Vielleicht mal nachdenklich sein, wie sich die Struktur verändert. Und wenn wir Dankeschön sagen, dann haben wir dieses lächelnde Gesicht in Wassermoleküle, in diesem Kristall. Und das nehmen wir auf. Außerdem, unser Körper besteht Großteil aus Wasser und kommt zur Verbindung. Und ich bin davon fest überzeugt, das hat eine heilende Wirkung. Nicht nur aus diesem Grund Gesundheit werde ich in Zukunft einigen Aufnahmen machen über Thema Wasser, sondern auch, weil mich das fasziniert. Und ich finde es so wundervoll, das zu sehen, wie sich diese Struktur verändert. Was für wundervolle Bilder hier entstehen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.